Das war vergoldet. Ich werd verrückt. Hier ist schon wieder Gold dran. Hallo liebe Freunde der gepflegten Sondelunterhaltung, ich bin der Marius vom Kanal Lechsonde und ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge Sondeln. Heute eine große Folge, das heißt heute gibt es relativ viele Funde. Das Wetter ist ja ein Traum heute und die Wiese hinter mir, also besser hinter euch, ist es hoffentlich auch. Ja, und ich würde sagen, ich richte jetzt mein Zeug her. Und dann geht's auch schon los. Wir sehen uns beim ersten Signal. Wir haben jetzt einen 70er. Das ist allerdings ein bisschen quietschig und instabil. Mal gucken, was hier rauskommt. Jo, sind wir. Ich glaube, da kann ich sogar schon das Grabungsmesser bemühen. Ich müsste, ach, da sehe ich doch schon was rausblitzen. Das ist eine Münze. Sind das 10 Cent oder was? Oh nein, das sind auch Drittes Reich. Aber die sehen so aus wie, das ist sogar cool. Das ist eine richtig gut erhaltene Münze. 5 Pfennig, Drittes Reich, 1939, wenn ich das glaube ich so richtig sehe. Und die sehen noch echt gut aus. Richtig toll. Cool, zeige ich euch. Diese Münze habe ich persönlich jetzt noch gar nicht so oft gefunden. Wir haben hier 5 Reichspfennig von 1939, wie man hier schön sehen kann. Betone auch nochmal, die Sachen werden nicht aus politischen Gründen, sondern nur deswegen gezeigt, um hier Geschichte zu dokumentieren. Die ist also auch noch super erhalten, das Teil, ganz klasse. Also wirklich eine ganz tolle Münze. Kurz danach müssen sie angefangen haben, hier die Zinkmünzen zu produzieren, weil ab 1939 wurden dann die besseren Materialien für die Waffen- und Munitionsherstellung verwendet und nicht mehr für das Geld, was dann kurz danach eh nichts mehr wert war. Oh, wieder 82er. Ist zwar hier relativ am Rand vom Feld, aber mal gucken, vielleicht ist es ja trotzdem was Schönes. Hier ist der Boden weich, ich werde verrückt. Cool. Haben wir schon draußen, sehr schön. Eine Münze aus dem Dritten Reich. Eine Münze aus dem Dritten Reich, eine Zinkmünze. Müssten 5 Pfennig sein nach 1939 bei den Zinkern. Ihr wisst selber, kann man immer nichts erkennen, weil die einfach komplett fertig sind. Ja, viel Drittes Reich hier auf dem Acker. Interessant. Bei dieser Münze jetzt halte ich das genaue Gegenteil von der vorherigen Münze in der Hand. Die Münze hier, die ist nämlich recht abgerockt. Also die ist schon ziemlich durch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier auf dem Video erkennen kann, aber es handelt sich um 5 Pfennig, Drittes Reich. Also auch nicht mehr gut in Schuss. Und weil es eine Zinkmünze ist, glaube ich, dass das nach 1939 gemacht wurde, diese Münze. Ja, wie gesagt, keine besonders schöne Münze aus einer nicht so schönen Zeit. Machen wir weiter. Ein super kräftiges 83er Signal hier. Komplett stabil aus allen Richtungen. Das heißt, es könnte was richtig Schönes werden. Jo, jetzt bin ich aber ganz nah dran. Und was haben wir hier? Irgendein Quatsch. Jo, eine Dose von, mal gucken, was es hier gab. Feines. Oh, sieht mir nach Fisch aus. Wir haben immer so längliche Dosen.
Ich kann es nicht erkennen. Nächstes Signal kommt hier mit 89 rein. Da drüben habe ich gerade eine Fischdose gefunden. Das könnte hier vielleicht der Rest sein. Da hat nämlich noch was gefehlt. Ich gucke mal, ob der Pinpointer das schon findet. Jo, da findet er was. Da muss man vielleicht gar nicht weit rein. Das ist hier bei dem Boden auch immer besser. Da tut sich gar nichts. Da springe ich auf diesen Spaten drauf. Und da denkt er sich, oha, bin ich nicht fett genug, wa? Na gut. Aha. Da haben wir was. Das gute Silberbesteck. Haben wir hier irgendwas drauf? Das ist natürlich kein Silber, sondern nur Alu. Aber mal gucken. Och, wisst ihr was? Die zeige ich euch auch mal. Vielleicht ergibt sich ja da bei der Fundreinigung noch was, ja, was ich euch da zeigen kann. Mal gucken. Ja, der nächste Fund. Hier wahrscheinlich ein Gabel- oder Löffelstiel. Vielleicht benutzt worden, um hier die Fischdose, die ich davor gefunden habe, auszulöffeln. Haben wir hier, also ich habe den ein bisschen sauber gemacht, aber das ist nichts Dolles, es ist einfach Alu. Von den Inschriften her ist da nicht mehr, ist da nichts drauf zu erkennen, dass da irgendwelche Gravuren oder sowas wären. Von dem her machen wir schnell weiter mit dem nächsten Fund. Nächstes Signal kommt hier mit 50. Sogar noch an dem Loch von diesem Löffel- oder Gabelstiel. Mal gucken, vielleicht ist das noch der Rest, der noch fehlt, aber eigentlich ist das Signal zu niedrig dafür. Mal gucken. Da, irgendwo. Da, jo. Oh. War doch gut, dass ich nachgeschaut habe. Das ist irgendwas Verziertes. Das könnte, keine Ahnung, von einer Buchschließe sein oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es mal verziert. Und das ist auch was, was ich euch gerne zeige. Ein weiterer Beschlag hier. Ganz klein, da kann ich jetzt aber überhaupt nicht sagen, von was der ist. Ich gehe mal schwer davon aus, dass der jetzt keine Buchschließe war, sondern ja, dass der halt irgendwo drauf angebracht war, um vielleicht Kleidung oder irgendwas zu verzieren. Ich habe keine Ahnung. Wenn diese Muster jemand kennt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Also jetzt nicht so der Brüller, dieser Fund, aber der nächste wird's vielleicht. '54, '55 und ziemlich laut und Doppelsignal. Das heißt, ich schaue erstmal mit dem Pinpointer nach. Aber da habe ich mich... Oh, hier liegt irgendwas. Ah, hier. Ja, genau. Das habe ich mir schon gedacht. In diesem Bereich kommt beim Deus 2 meistens irgendein Blech rein. Und das hier, ja, das hat jetzt hier zwei Löcher drin, ist aber nicht weiter verziert. Muss ich sauber machen, zeige ich euch einfach. Dann sehen wir, ob es verziert ist oder nicht. Ihr sollt ja auch was davon haben, wenn ich hier schon so die ganze Zeit irgendwelchen Kram finde. Ja, dieses kleine Blech, wo man auf dem Feld zunächst nur die zwei Löcher im Endeffekt erkennen konnte. Aber wenn man genau hinschaut, dann kann man hier doch durchaus noch die eine oder andere Verzierung erkennen. Finde ich ganz cool. Vielleicht war das ja mal eine Buchschließe, dass die irgendwo auf einem Beinband angebracht war. Man kann hier keine Buchstaben erkennen, sondern nur wirklich so Verzierungen. Naja, ja, hier vielleicht von einer Buchschließe, wie schon gesagt. Mal gucken, was der Acker noch so zu bieten hat. Ja, mal ein schönes, okay, recht hoch, 89, 9 bis 92 geht das sogar hoch, krass. Schauen wir mal, was das ist. Ich habe ja hier schon richtig schöne Signale gehabt. Die auch relativ hoch waren. Haben wir hier was? Wie ist das schon? Das war vergoldet. Das war vergoldet, das ist ein Knopf. Vergoldeter Knopf. Oh, wie schön der noch glänzt. Cool. Klasse.
Den schauen wir uns natürlich mal hier in der Aufnahme an. Ganz klarer Fall. Cool, cool. Mit diesem Knopf halte ich hier das für mich persönlich fast schon das Highlight dieser Folge hier in den Händen. Von den Verzierungen her ist es jetzt kein Highlight, aber wie man das hier vielleicht gut erkennen kann, war der Knopf mal vergoldet. Und da ist auch noch einiges an Bling Bling dran. Ja, daher auch der Titel vom aktuellen Video. Ich weiß, vielleicht habt ihr was anderes erwartet, aber ich sag mal, Gold ist Gold, ne? Und auch so schön vergoldete Sachen, die finde ich schon immer klasse. Ja, wie gesagt, das war noch nicht das Highlight. Für mich persönlich kommt das Highlight erst etwas später. Deswegen machen wir gleich weiter. Ein stabiles 57er, das ist eigentlich immer so ein Leitwert für Blech. So Ende 50er Bereich, kann aber auch schon mal eine Silbermünze sein. Man weiß es nicht. Schauen wir mal, Silber wäre ja jetzt noch schön. Dann könnten wir hier Gold und Silber, hätten wir dann. Vielleicht habe ich es schon erwischt. Schauen wir mal. Haben wir was? Ah, wieder nur so ein Knopf. Ja, der ist auch nicht besonders schön. Naja, findet man aber tatsächlich öfter. Okay. Zeige ich euch trotzdem, auch wenn er nicht so schön ist. Aber vielleicht haben wir ja hier den einen oder anderen Knopfsammler. Gut, der Vollständigkeit halber habe ich euch ja gesagt, zeige ich euch diesen Fund mal. Ist jetzt für meine Begriffe nichts Besonderes. Ja, ich weiß nicht, es müsste ein Knopf gewesen sein. Aber wie schon gesagt, ist eben nichts Besonderes. Auf der einen Seite verrostet, auf der anderen Seite könnte man ihn vielleicht noch aufpolieren. Aber naja, machen wir lieber schnell weiter. Und 62, das kann alles Mögliche sein. Das geht bei der Abziehlasche los und hört beim 2700 Euro Ring auf. So ein kleines Blech. Oh, kein Blech. Hey, was ist denn das? Was haben wir denn hier erwischt? Es hat meine grüne Patina drauf und irgendwelche Einprägungen. Das muss ich sauber machen. Zeige ich euch dann. Das könnte... ich will noch nichts sagen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch auch diesen Fund hier. Habe ich ja gesagt, auf dem Feld. Habe ich zunächst für irgendeine coole Münze gehalten, aber hat sich dann vielleicht doch eher als eingedrückter Knopf rausgestellt. Hier hinten, glaube ich, war mal die Öse dran. Naja, Material ist Kupfer, also wird das hier nichts Besonderes sein. Aber ich habe es euch heute mal gezeigt. Nächstes Signal mit 75. Und das ist alles hier so auf einem Fleck von, ich sag mal, im Umkreis von 3 Metern bis jetzt. Die letzten paar Signale, die ich hier hatte, davon war das eine oder andere dabei, was ihr auch gesehen habt. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass das hier alles so auf einer Stelle ist. Schauen wir nochmal mit dem Deus 2. Jawohl, da haben wir es erwischt. Haha, jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Da, da haben wir doch was. Jawohl, schön. Oh, schon wieder. Oh, da ist schon wieder Gold dran. Ich werd verrückt. Hier ist schon wieder Gold dran. Ach, das ist natürlich cool. Wieder Gold. Okay, ja, das Gold steht ja nicht im Vordergrund, das ist ein Knopf. Aber es ist Gold. Gold mit dran, das macht mich schon mal fröhlich wieder. Ja, jetzt haben wir hier für mich persönlich das Highlight dieser Folge. Und zwar ein richtig schöner Knopf, wo auch noch Goldanhaftungen dran sind. So, hier haben wir einmal das Wappen zu sehen, schön. Auf der Rückseite sieht man, dass der Knopf gegossen sein muss, weil da eine Gussnaht ist. Die Öse sogar noch dran. Und was man hier vielleicht nicht so gut erkennen kann, hier nebendran, das ist eine Flagge.
neben dem Württemberg-Wappen. Wenn meine Nachforschungen hier richtig sind bezüglich dieses Knopfes, dann war das der Herzog Eberhard der Erste von oder zu Württemberg, keine Ahnung. Das konnte man nämlich hier erkennen an dieser Flagge. Also für mich ein ganz toller Fund. Leider konnte ich noch nicht ermitteln, wie alt der ist, aber da könnt ihr mir ja vielleicht helfen. Also gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie alt der ist. Das Wappen ist seit 1495 also bekannt oder vertreten im Zusammenhang mit Württemberg. Mal gucken. '79 scheppert hier ganz schön laut rein. Mal schauen, es könnte vielleicht der Oberfläche liegen. Ich probiere erstmal mit dem Pinpointer. Jo, da müsste ich schon drankommen. Ja, eine Münze. Guck mal hier, ganz oben auf. Cool. Oh, die ist aber... Die hat es aber erwischt hier, doch. Oder kann ich jetzt auch gar nicht... Ich glaube, es ist eine Zinkmünze. Könnte wieder Drittes Reich sein. Schauen wir mal. Mal gucken. Der nächste Zinker hat nicht lange auf sich warten lassen. Haben wir hier vermutlich ein Pfennig aus dem Dritten Reich. Also heute diese Folge ganz im Zeichen vom Dritten Reich. Auch die möchte ich euch kurz mal nahe zeigen. Die Münze, die hat wohl schon irgendwas erwischt. Demher glaube ich, naja, es müsste ein Pfennig sein. Ganz genau kann ich es nicht sagen. Jahreszahl kann ich schon gleich gar nicht erkennen. Aber mal schauen, diese Münze ist nicht so schön, aber vielleicht wird ja der nächste Fund besser. Ist es schon. Na gut, wenigstens muss ich nicht lang suchen. Ja, da seht ihr. Folie. Ja, wunderschönes Aluknäuel. Oh, das gibt's doch nicht. Nee, das ist irgendein anderer Alu-Quatsch. Nein, es wird ein Alufetzen. Eine Tube, natürlich. Es ist ein Blech. Naja. Okay, es ist schon draußen, das ist gut, aber es ist leider nur ein Scheißdeckel. Bitte vor dem Öffnen schütteln. Na gut. Oh, es sieht mir nach Fisch aus. Die haben immer so längliche Dosen. Draußen? Ja, natürlich. Okay, Folie. Ein Kronkorken, Leute. Okay, es ist mal keine Folie, aber es ist auch nichts Gescheites. Das ist noch schlimmer, das ist eine Unterlegscheibe. Ja, richtig cool. Also auf diesem Acker habe ich schon wirklich sehr viel vom Dritten Reich gefunden. Deswegen hat der bei mir jetzt auch intern so einen kleinen Spitznamen. Wenn ihr noch weitere Funde von diesem Acker sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal hier klicken oder da unten klicken. Und schaut auch gerne im T-Shirt-Shop vorbei. Link ist in der Beschreibung. Da gibt es schöne Sondershirts zu kaufen für euch. Und dann würde es mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Abo nicht vergessen.